sind wir angekommen im Trittenhain. Ja. Der Regen ist vorbei. Ja, hat ein bisschen viel geschüttet. Ja. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Stadt oder wir gucken mal, was hier so geht. Ne, Schatzelmaus? Ja, ist sehr drückend und schwül jetzt. Ja, jetzt so direkt nach dem Regen ist nicht schön, das stimmt. Aber wir sind auch in diesen Videos hier nur am Jammern. Straußenwirtschaft sehe ich schon, also läuft also doch. Hier ist eine Weinwirtschaft nach der anderen. Ja, wir sind hier auch wieder an der Mosel. Ach so. Ja, die machen hier ein bisschen mit Wein. Die in Wein. Glaube ich. Also wisst ihr Bescheid, wie viel Uhr wir jetzt haben, ne? Mathe, ganz weit vorne. Kleine Wein, nee, doch, ein kleinen Wein. Ein kleinen Wein. Und einen etwas größeren Flammkuchen. War sehr lecker. Direkt am Stellplatz, da wo die Fähr- und Entsorgung ist, da geht so eine asphaltierte Straße hoch. Ist das richtig, was ich sage? Ja, ne? Die immer hochgehen. Und dann kommt ihr direkt auf diese, was war das, Straußenwirtschaft, ach was auch immer, ne? Da, wo die gelbe Fahne hängt. Genau, da, wo die gelbe Fahne hängt. Hängt? Ich habe auch ausgeschildert. Da müsst ihr auf jeden Fall dann hingehen. Das sind so roundabout 600 Meter. 800? 450. Also 450. Laut Schild. Du bist so schlau. Ich habe auf das Schild geguckt vorher. Ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Sehr lecker, ja. Kann man mal machen. Ja. Außerdem haben wir gerade Apothekenwein getrunken. Trittheimer
Apotheke. Die kriegst du normalerweise nur in der Apotheke. Guck mal hier, Wohnmobilplatz am Weingut sehe ich gerade. Guckst du. Christine war gerade der Meinung, der steht auch bei Park for Night. Da ist er doch. Ja, wir stehen aber auch hier schön. So, guckst du. Da ist schon der Stellplatz. Und zugleich die Fähr- und Entsorgung. Ja, genau. Wir kommen jetzt an der Ente- und Fähr- und Entsorgung vorbei. Die nehme ich gleich mal mit auf. Der Wein zeigt seine Wirkung bei dem Wetter. Schon wieder richtig heiß geworden. Ja, Wasser hier, glaube ich, 100 Liter, steht jetzt nicht dran, aber da kam unheimlich viel raus. Ich habe schon getankt, 50 Cent. So, da hinten sind dann Plätze auf der Wiese ohne Strom. Aber auch sehr idyllisch. Und da sind die Plätze halt mit Strom. Da bist du auch auf so einem gepflasterten Platz. Strom ist inklusive in der Pauschalen. Hast aber auch keine Sanitäranlagen. Ja, direkt erste Reihe. Moselblick. Supi. Leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone.